Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Epicraft und ich bin der King und ich werde der größte YouTuber aller Zeiten. Und ich werde heute etwas ganz Besonderes versuchen, nämlich so lange wie möglich zu überleben. Denn ich habe mich ein bisschen mit der Mod beschäftigt und bin drauf gekommen, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und das werde ich heute versuchen, nicht zu machen. Und wir haben irgendwie ganz besonders viel Glück, denn hier ist ein übertrieben brutaler Creeper, nein, ein übertrieben fetter Baum, der irgendwie nichts bringt. Oder gibt es hier irgendwo einen Eingang? Nein, es sieht aus, als wäre er nur gutes Holzmaterial. Aber mir kommt schon eine gute Idee. Das wäre der perfekte Platz für eine kleine Basis, denn ja, ich brauche einen Schlafplatz, ich brauche irgendetwas, wo ich überleben kann, wenn es Nacht wird. Und ich brauche Holz, also alles, was ich hier bekomme. Und ja, ich erkläre jetzt mal ein bisschen, was ich so vorhabe. Nämlich eines, auf das ich viel mehr achten muss, ist nämlich genügend Nahrung zu bekommen. Und das war am Anfang ein Problem, denn wenn man zu viel von der gleichen Sorte isst, dann stellen die keine Hungerleiste mehr her. Und ja, das habe ich nicht gewusst und deshalb sinnlos ewig viel Schweinefleisch gegessen. Ja, ich erkläre euch mal die vielen kleinen Leisten auf der Seite. Das erste ist die Hitzeleiste. Ja, 38 Fahrenheit, das sind ungefähr 37 Grad. Und das ist unsere Körpertemperatur. Und da gibt es diese zwei schwarzen Punkte, die zeigen die Umgebungstemperatur. Und wenn die zu niedrig ist, dann sinkt unsere Körpertemperatur und wir werden langsamer. Und das habe ich schon am eigenen Leib miterfahren. Tja, man kann wirklich extrem langsam werden. Das ist vor allem gefährlich in der Nacht. Deshalb gibt es auch Lagerfeuer. Sehr wird meine kleine Basis. Ich bräuchte Fackeln, aber man braucht für Fackeln Bronzespitzhacken. Ja, das kann noch eine Weile dauern und vielleicht war der Platz doch nicht der beste, denn hier sind überall Zombies. Die nisten sich hier so richtig schön ein. Oder sind die da oben? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind alle da oben. Und da schwebt ein Elefant. Auch schön. Und ja, man kann in diesem Mod, auch wenn das Hungersystem um einiges schwerer ist, man kann so ziemlich alles essen. Zum Beispiel Bambushots, Zwiebeln oder was das ist. Ja, so muss ich mich halt über Wasser halten vorerst. Ja, Schweine sehe ich jetzt keine. Hier ist Savanne. Es sind überall, ich hasse diese kleinen Viecher, die irgendwie, wo ich nie weiß, sind die freundlich, sind nicht freundlich. Ich glaube, ich gehe lieber mal, also hier sieht es freundlicher aus. Und wir brauchen auch ganz dringend Wolle. Denn ja, wir wollen ja irgendwie die Nacht überstehen. Und es gibt in diesem Mod keine Betten, aber es gibt Schlafmatten. Also es gibt schon Betten, aber die sind ein bisschen komplizierter. Und dafür gibt es Schlafmatten, die zwar den Spawnpunkt nicht verändern, aber dafür preiswerter und leichter zu kriegen sind als Betten. Hier sieht man schon, ist das ein Pinguin oder was ist das? Nein, das ist kein Pinguin. Und eines, was ich mir abgewöhnen muss, ist, ich sprinte nur noch. Und ja, das zieht einfach zu viel Energie ab. Und ja, wie gesagt, war gerade dabei, die Leisten unten zu erklären. Und ja, das erste habe ich schon erklärt, das ist die Hitzeleiste. Okay, das ist ein übertrieben fetter Bug. Okay, da schwimmt ein Tintenfisch drinnen. Ja, jedenfalls das erste ist die Hitzeleiste. Man merkt schon, hier ist es schon ein bisschen kälter als in der Savanne. Und das zweite ist die Durstleiste, die erklärt sich irgendwie von selbst. Das dritte ist ganz interessant, es ist nämlich Luft-Sauerstoff-Leiste. Und das heißt, wenn man zu tiefe Minen gräbt, dann kann es sein, dass man langsam erstickt. Deshalb nie zu tiefe Minen graben und immer diese Sauerstoffleiste im Visier halten. Und die vierte Leiste ist sozusagen, stellt deine Angstleiste dar, also deinen mentalen Zustand. Und wenn der sinkt, dann bekommst du alle möglichen Debuffs und ja, kannst das Spiel fast nicht mehr spielen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die genaue Zahl ist 15 Mal kannst du eine Nahrung essen. Dann bringen sie dir nichts mehr. Und sie bringen auch immer nur einen halben Herzen oder also einen halben Nahrungspunkt, deshalb kann das schon mitunter ziemlich knifflig werden.
Ja, ich werde die Folge für heute beenden. Ich hoffe, sie hat euch irgendwie gefallen. Und ja, abonnieren, kommentieren, onanieren. Und ich werde der größte YouTuber aller Zeiten. Ciao.